Hallöchen Leute, ich begrüße euch wieder im Hexetland. Seit dem letzten Mal habe ich wieder ein bisschen mein Inventar aufgeräumt, Dinge organisiert, Dinge zusammengepackt und mich ein bisschen gefreut, denn ich habe ja schon mal Seelen gesammelt. Und da ich ja Obsidian gefarmt habe für ein Tor, haben wir auch genug Obsidian, um damit weiter rumzuspielen. Müssen Sie jetzt also damit beschäftigen, was in meinen Kameraden so coole Resurrection-Talismane, oder ich noch keine Ahnung, was sie machen, aber wir brauchen dieses Buch. Book of the Shadows. Hier ist der Text über eine Anleitung für magische Rituale, ja. Und wenn man hier sieht, kann man damit dann den Altar of Souls machen. Ziemlich cooles Teil. Und dafür brauche ich einmal Gold, eine Enderperle, ein Buch und das Fläschchen, das wir hier schon haben. Ich glaube, das ist Shapeless. Nein, das ist nicht. Ach, verdammt. Weil wir eine Feder brauchen, keine Enderperle. Ups. Jetzt habe ich, glaube ich, ein Problem. Mal sehen, ob wir irgendwie irgendwo schon eine Feder gefunden haben. Die Enderperle, dass ich sicher habe ich hier, bevor ich da Blödsinn mache. Der habe ich ja gar nicht nachgeguckt, dass wir Federn brauchen. Habe ich hier vielleicht zu welche hier reingestoppt? Chocobo-Federn. Na toll. Gibt für eine doofe Chocobo-Rüstung, wer will denn die jetzt haben? Richtige Federn. Oha. Und irgendjemand hat hier einen komischen Block aufgestellt, aus dem ich nicht schlau werde. Ich würde fast behaupten, dass das der Meteorit-Protector ist oder sowas. Und ich sehe zum ersten Mal, dass da was Leuchtendes hochfliegt. Und da fliegt noch mehr davon. Ich kann mich da draufstellen. Ohne Schaden zu bekommen. Und das sich hier zusammen, dann schickt das so ein Ding hoch. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich denke mal, da wird sich da einer von den anderen was überlegt haben. Ich befürchte, dass es Drag war, weil er sich vor Meteoriten schützen wollte. Oder Sebi. Aus genau dem gleichen Gedankengang. Okay, alles mögliche, aber keine richtigen Federn. Alles mögliche, aber keine richtigen Federn. Meine Fresse, haben wir nicht irgendwo Federn? Muss ich jetzt echt alle Truhen durchsuchen und ich irgendwo Federn finde? Was ist das denn cooles? Aha, Crocodile Sword. Nett. Oder Hühnchen finde. Nehmen wir mal einen Kratzerhals, so wie immer. Ja, hier waren keine wirklichen Truhen mehr mit drin. Aber ein Bobo, der fast tot ist. Dann schauen wir mal bei Drake vorbei, ob der dazu vielleicht was bunkert, auch wenn ich mir Federn bei Drake irgendwie schlecht vorstellen kann. Dafür dürfte unser ganzes Eisen irgendwie zu ihm verschwunden sein. Ach, der automatisierte Türen, da war ja was. Kohle. Metalle, auf den Öfen. Ein Haufen wertvoller Dinge. So viel zum Thema. Nein, Jack bunkert nichts. Mehr Haufen wertvoller Dinge. Aber nicht das, was ich suche. Haufen Eisen, dass wir langsam mal irgendwie. Wir brauchen Lava, ja. Wir hatten doch Lava. Jürgen hat doch letztes Mal aus dem Lava einmal aus dem Nether gebracht. Und da ist angeblich auch welche drin. Das sieht man auch. Das heißt, wir stellen uns einfach mal hin und hauen da Eisen rein. So. Das dürfte wohl keine Federn enthalten. Haufen nutzloser Dinge. Vielleicht kommt da ein Huber raus. Nein, leider kann ich nicht. Jetzt schade. Jetzt hätte ich das einfach nur züchten müssen. Spawn Yellow Chocobo. Stimmt, die konnte man irgendwo finden. Ich lasse das Eisen auf jeden Fall schon mal schmelzen und gehe mal kurz gucken, ob ich ein Hühnchen finde. Ich bin ja so gut vorbereitet. Ich habe mich sogar wirklich hingestellt und mir die meisten Dinge, die ich heute machen werde, Gedanken gemacht. Mann, Federn habe ich nicht gedacht. Aber das ist okay, dann kann ich wenigstens noch ein bisschen Seelen sammeln. Ihr seid kein Hühnchen, dann kann ich mir das auch sparen. Und sonst irgendwie Wege an dich ranzukommen? Nein. Aber ich brauche genau dich. Und du kommst mich besuchen, mein Freund. Ja, komm her. Was auf der Nase. Das ist ein Creeper, den sollte ich ignorieren. Hier sind ein Haufen Schafe, die habe ich vorhin schon besucht. Da sind auch noch ein Haufen Gegner. Keine Seele. Tja. Gute Frage. Das gefällt nicht mal wieder eine Seele.
Wo zur Hölle haben wir hier Schafe versteckt? Schafe, sag ich schon wieder. Hühnchen. Ich will doch nur ein kleines Hühnchen, dem ich das Fell über die Ohren ziehen kann und dafür eine Feder bekomme. Das reicht ja schon. Sieht hier aber irgendwie eher schlecht aus. Haufen lustiger Nachtblumen, die für ein bisschen Licht sorgen. Ab und zu mal ein Gegner. Keine Federn. Spinnen, die darunter kommen, versuchen wir mal zu ignorieren. Wenn sie davon aber durchkommen. Ach, eine Chocopedia, weil wir davon ja nicht bis zum Umfallen haben. Hühnchen, 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 Hühnchen. 6 Federn, das ist gut. Es könnte an Natura liegen, dass das immer noch mehr droppt. Weil Leder ja, glaube ich, auch erhöht wurde dabei. Und bling, 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 bling. Wir können uns gleich mal welche Vorrat mitnehmen. Hör mal auf mit dem Blinker. Und ich weiß, ich habe der Saal stehen lassen. Das interessiert mich auch nicht die Bohne, weil wenn ich anfange, Chocobos zu züchten, zieht Drake mir die Ohren lang. Ich habe auch irgendwo zwischendurch angeblich Hexical-Dinger vergessen. Aber ich wirklich, ich habe keine Ahnung, wie die Dinger aussehen. Aber ich habe mittlerweile natürlich diverse Truhenwäsche bei mir drin. Und mir wurde auch gesagt, wo ich... Kann man hier irgendwo drüber springen? Dass ich beim Dungeon den Bossgegner doch hätte vermöbeln sollen. Vielleicht kommen wir da heute noch zu. Wenn nicht, machen wir es halt einfach ein anderes Mal oder beim nächsten, weil der angeblich sehr, sehr gute Dinge droppt. Das wird übrigens Jürgensburg. Wie man sieht, geht die langsam voran. Ich habe es überall diese komischen... Ich denke, das sind Meteoritenverhinderer aufgebaut. So. Da, la, 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 la. Ich muss sagen, ich finde mein Haus mittlerweile richtig hübsch. So, was der ganze Kram, den wir nicht brauchen. Ja, ich tue auch einfach mal damit rein. Tada! Und wir haben hier halt wieder ein leeres Gefäß. Das ist das Einzige, was daran ein bisschen schade ist, weil jetzt muss ich wieder neue Seelen sammeln. Weil ich ja sonst nichts Sinnvolles zu tun habe. Da kommt jemand mit rein. Und jetzt brauchen wir doch 2 Enderperlen. Um uns hier so ein hübsches Altar of Souls zu machen. Außerdem brauchen wir dafür noch etwas. Und das muss ich mal nachgucken, weil da kenne ich die Rezepte nicht auswendig. Ist das der hier? Nein, der sieht anders aus. Da haben wir es noch, nämlich ein Soul Crucible mit einer Enderperle und Obsidian. Und wir werden auch noch viele, viele Enderperlen auf Dauer brauchen dafür, bis ich das insgesamt alles durchbekomme, was ich da so haben will. So. Nee, falsche Truhe. Du kommst da rein. Und wir bauen uns das hier unten auf. Das war ja sowieso der Plan, damit jeder das dann mitbenutzen kann. Setzen den mal dahin. Und können hier prinzipiell Seelen reinfüllen und haben dann hier ein bisschen was in der Hinterhand. Wir legen das mal eben zur Seite. Und dann führe ich euch mal vor, wie das funktioniert. Wir brauchen hier 2 Eisen. Dafür haben wir momentan das Zeug. Wahrscheinlich brauche ich dann gleich noch einen Stick oder sowas. Aber dafür können wir eben wieder hier hochkommen. Und zwar... Wenn ich jetzt hier Metall reintue, kann ich für je 5 Punkte Seelen das hier einbinden und kriege dafür Living Metal Ingots. Was ziemlich cool ist und mir halt die Möglichkeit gibt, hier coole Dinge zu machen, unter anderem den Living Metal Sword, Pickaxe, Sense, Glaive. Die kann man halt jeweils nutzen, eigentlich um diesen Soul Terror zu umgehen. Es gibt auch eine Rüstung daraus, die ich mir dann irgendwann machen will, ein Schild, ein Giant Sword. Ich habe halt jetzt aber erstmal 2, dementsprechend machen wir uns erstmal ein Schwert und werden das gleich verzaubern. So, also müssen wir schon, ob wir noch irgendwie restverzauerte Dinge haben, die ich vielleicht wieder entzaubern könnte. Um einfach nur ein paar Punkte daraus zu bekommen. Ich werde jetzt halt bis zu den nächsten Mal reichlich Seelen sammeln müssen dafür. Schwupp. Also brauche ich gleich noch einen neuen Helm, aber dafür habe ich schon einen Plan. So. Und zwar würde ich hier gerne... Kann man hier nicht mehr entzaubern davon? Nee, scheinbar nicht. Schade.
Kann ich dich wieder entzaubern? Ja. Soul Stealer kriege ich da wieder runter. Da bin ich nämlich bei richtig vielen. Und dann nehmen wir uns hier das Living Metal Sport. Ich möchte da gerne Soul Tira drauf haben. Und welches der beiden Soul Steel Varianten brauche ich denn jetzt? Soul Stealer brauchen wir. 5? Das sieht irgendwie falsch aus. Der geht nur bis 3. Oh, jetzt muss ich mir eben kurz in der Wiki nachgucken. Kleinen Moment. So, da bin ich wieder nachgeguckt. Also, was wollte ich haben? Wir wollen nämlich nicht das hier, weil das ist das von Soul Shards. Wir wollen das hier. Außerdem wollte ich, wie gesagt, Soul Tira eigentlich haben. Da. Maximum Enchantment Level ist 50. Da kriegen wir noch ein bisschen was hin. Blut brauche ich hier wohl nicht. Bei denen weiß ich ehrlich gesagt nicht, was die machen. Unbreaking ginge hier, damit das länger hält. Andererseits, wenn ich Unbreaking drauf mache, kann es sein, dass da das Reparieren nicht geht. Aber wir probieren das einfach mal Unbreaking und vielleicht noch ein bisschen Sharpness. Zweiundfünfzig, was? Hat doch funktioniert. Ne, hat nicht funktioniert. Er hat mir Soulsteel jetzt runtergeschoben, oder was? Und dafür hätten wir nicht mehr genug Level. Ach, verdammt. Wenn ich jetzt hier an Breaking the Sharpness wieder 2 Punkte runternehme, habe ich dann genug, um Soul Stealer voll zu machen. So. Das ist wichtiger als Sharpness. Hallo, mein Freund. Du bist noch nicht so verletzt wie dein Kollege. Und tschüss. Dann haben wir nämlich jetzt eine mächtige Waffe, mit der wir erstmal Seelen sammeln können und die ich behalte, wenn ich sterbe und die auch gut lange hält. Das dürfte mir recht viel nützen. Also muss ich hier noch durchs Tor kommen. Kann ich einen Haufen anderer Waffen mal wieder weglegen, die ich immer mit mir rumschleppe. Weil ich dachte, ah, Reservewaffe. Kommt mal wieder beiseite. So. Ich wollte auch noch einen Helm. Und wir haben hier Hexical Diamonds. Und ich wollte mal schauen, was es hier gibt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was davon was macht. Das hier sieht aber am mächtigsten aus. Also würde ich einfach mal den nehmen. Ich habe mir zwar für dieses Thief-Ding auch noch was gesammelt, aber das ist ja egal. Wir haben ja Gold und Obsidian gefarmt. Können das dementsprechend einsetzen. Scalehelm. Sieht auch cool aus. Und wir hätten prinzipiell auch gleich noch die Möglichkeit, uns ein bisschen mehr davon zu machen. Denn wir haben 9 Hexical-Essenzen. Und daraus können wir jetzt noch Hexical Diamonds machen und damit können wir dann halt noch weiter hier werkeln. Die Frage ist, was nehme ich da? Ich glaube, ich nehme Brustpanzer und Beine. Brustpanzer. Wir haben danach auch nicht mehr viel Obsidian, aber das ist ja egal. Ich glaube, da muss auch noch einer hin, oder? Ja, Beine. Also das ist jetzt schon nicht schlecht, das Krakoreit, aber ich hoffe, dass wenn wir... Ups, falsch weg. Und wenn wir das hier irgendwann voll bekommen. Ich lege das mal damit hin, wenn ich die in Zweifelsfall wiederfinde. Dass wir dann irgendwelche dicken Boni bekommen. Auf jeden Fall haben wir jetzt mittlerweile eine volle Rüstung. Leider nur noch eine Hexenkill-Essenz. Und die muss man halt normalerweise finden. Ich habe die ja von reichlichen Monstern gefunden. Sehe damit jetzt ziemlich cool aus. Man braucht nur noch eine. Und ich würde jetzt ehrlich gesagt doch nochmal zu diesem Bossgegner da zurückgehen. Wenn ich mich grob erinnere, wo der war und gucken, ob der noch da ist. Von denen hat noch keiner geschrien, dass er von einem Bossgegner plattgeschlagen wurde. Dementsprechend haben die den wohl noch nicht entdeckt. Also gucken wir selbst einfach mal. Nachdem ich immer wieder ins Wasser gesegelt bin. Ja. Ob ich da nicht noch was finde. Ich hätte vielleicht ein Backpack mitnehmen sollen vorher. Wichtig, weil wegen Dinge mitnehmen und so. Wir kennen das ja. Es wäre eigentlich immer interessant, ob man ein Backpack mit Soul Tira verzaubern kann. Weil dann könnte man, wenn man weiß, ich sterbe jetzt gleich, weil ich dumm war und mich irgendwo im Albion verlaufen, das heißt, ich war dann halt in dem Türding verlaufen habe, dann kann man sich halt hinstellen, das einfach alles da reintun. Mit Backpack hatte ich nicht noch ein größeres? Keine Ahnung.
Können ja einmal kurz vorbeigehen, schauen, ob man ihn verzaubern kann. Fände ich persönlich unheimlich cool. Magischer Backpack, gut. Unbreaking ist für den egal, aber Soul-Tierer wäre halt echt nice. Alles, was man dabei hat, reintun, sterben und ich hab's immer noch in der Tasche. Ja, geht leider nicht. Schade. Wenn irgendjemand einen Weg kennt, was das ein Backpack gibt oder sowas, das sowas kann, oder irgendwie einen Weg für den Backpack, zum Beispiel, wenn man stirbt, zu weiten, lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Das fände ich mal ein cooles Gimmick, auch wenn es wahrscheinlich ein bisschen überpowered wäre. Aber zumindest interessant, das hinzubekommen. Und wir haben jetzt auch mal direkt ein paar Insekten mitgenommen. So. Schwert raus. Ich will jetzt nur jedes Mal eine Seele haben. Leichte Lags auf dem Server, die dafür gesorgt haben, dass die Sachen erst später gespawnt sind. Und irgendwo dort war das, glaube ich. Oh, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe, was ich aber, also wo ich nicht dran gedacht habe, was mir gesagt wurde. Ich habe es aber mittlerweile intuitiv dabei, habe einen Wassereimer. Wurde mir nämlich empfohlen, gegen den Bossgegner, nimm Wassereimer mit, dann kannst du dich hinstellen und kannst da ja Wasser platzieren, dass er dich nicht mehr anzünden kann. Unheimlich clevere Idee. Da ich keinen dabei hatte, konnte ich das letztes Mal nicht, aber jetzt haben wir einen. Dann können wir uns den Bossgegner hoffentlich wieder vornehmen. Unser Slime-Upway sieht so unheimlich bekloppt aus. Vor allem, wenn man die Insel oben nicht richtig sieht. Jetzt sieht man sie, dann geht's wieder. Und irgendwo hier war das, glaube ich. Wenn ihr übrigens mir wisst, was diese Scale Armor, ob die mir alleine schon was bringt oder ob ich die da voll haben muss und wenn ja, was sie dann bringt, lasst es mich auch gerne wissen. Da bin ich momentan neugierig. Was haben wir schon mal bereitlegen? Weiß ja nicht. Hatte ich hier nicht die Dinge alle zugemacht? Nee, scheinbar nicht. Ich habe jetzt aber auch keinen Cobblestone mehr dabei. Hier hätte ich einfach mal was gecraftet. Brot könnte man noch mitnehmen. Und ich könnte mir theoretisch gesehen hier mal ein bisschen Cobblestone aus der Wand holen. Nur zur Sicherheit. Falls wir gleich irgendwo welchen brauchen. Ah, hier hätte ich was zugemacht. Da ist auch nichts Spannendes mehr drin geblieben. Chocobo-Federn. Okay, da ist die Truhe verschwunden. Au. Also vom Schaden, den er macht, ist es eher gering. Machbar. Ich kann mich leider gerade nicht bewegen. Und er bewegt sich gerade auch nicht wirklich. Und insgesamt bewegt sich gerade nichts. Mein Problem mit dem Wassereimer ist, dass ich mich jetzt natürlich auch irgendwie nicht wirklich zurückziehen kann, um Leben zu regenerieren. Das heißt, es muss einfach mal funktionieren. Jetzt brennt er wieder. Und ich regeneriere nicht. Dafür lässt der Ghastly-Effekt nach. Oh, komm schon, Server. Scheiße, jetzt stehe ich in Flammen. So, ein bisschen Zeit zum Regenerieren. Jetzt wieder beim Wasser stehen bleiben. Puh.
Oh Gott, das ist ganz schön nervenanspannend, deswegen bin ich auf einmal auch so ruhig dabei. Weil ich mich hier echt konzentriere, um das irgendwie zu überleben. Kann es sein, dass der sich regeneriert? Nee, mein Bumerang hat ihn noch ein zweites Mal getroffen. Der hat weiter Schaden genommen. So, ich hoffe, wir haben jetzt genug, wenn ich jetzt irgendwie einen Weg finde, hier rauszukommen. Und er mich hier nicht jedes Mal zurückschiebt, dann haben wir genug Leben, dass wir uns da durcharbeiten können. Ja, er generiert sich aber nur langsam. Scheiße, Spinnenfan, geht hier weg. Damit ich an ihn rankomme und ihn schlagen kann, so, dann kriegen wir den nämlich auch kaputt. Dann machen wir dem genug Schaden. Komm schon, das ist nicht mehr viel. Ein Treffer noch, ein Treffer noch. Komm schon, Server, los, reagier wieder. Ich muss hier die ganze Zeit jetzt Dauer klicken, weil ich nicht weiß, wann der Server wieder reagiert. Der Dreck, scheiße. Super, der Tower wird zusammenfallen. Toll. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich bin unten im Turm drin, du Arsch. Und da ist der Loot. Ich hoffe, ich überlebe das. Ich setze mir mal sicherheitshalber einen Block über den Kopf. Und wir warten einfach ab, was passiert. Hammer Assembly. Okay. Das ist ein Teil für eine Waffe. Nice. Haben wir eben gefunden. Was gibt's da? Was braucht man da noch? Prinzipiell sowas. Und die Magazine. Okay. Gibt dann halt den Hunter's Handgun. Die sollen nett sein. Emperor's Chariot. Wir haben eine Teile. Super. Wir haben Teile von der Rüstung gefunden, aber nicht die, die ich brauche. Kann ich das Ding wieder zerlegen? Nein. Aha, klingt nett. Riftblade habe ich noch nicht ausprobiert. Ein Haufen Diamanten. Chocobo Spawner. Destruction. Ja. Ihr habt das Ding nicht ernsthaft wieder eingebaut, oder? Gunpowder bis zum Umfallen. Clock of Destination. Ja, da braucht leider Enderperlen. Und noch ein Mirror. Der hat hier Dinge gedroppt, ey. Das ist ja der Hammer. Einmal kommen wir wieder her. So, was Magic Loot angeht, bin ich jetzt schon gut bestückt. Leider bei der Rüstung nicht die Schuhe gefunden. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich vielleicht einen Teil meiner anderen Rüstung angelassen und mir noch eine Hexeklessenz überbehalten. Es kann auch sein, dass das ein Teil der Sachen aus der Truhe kam, weil da hieß es ja, das ist die, wo das geile Zeug drin ist. Und die hat er hier mit in die Luft gejagt, also vermute ich mal, dass das einfach daraus kam. So. Wassereimer brauchen wir noch. Alles andere packen wir jetzt mal hier rein. Können wir nämlich noch ein bisschen weitermachen. Wobei, wir sind schon bei Minute 22, aber ich habe gerade noch eigentlich Bock, mir noch einen zweiten Turm oder sowas anzugucken. Ein bisschen zu looten. Ich hoffe ja noch auf Hexical Essenzen, so drei Stück oder direkt den Hexical Diamond. Damit ich mich hinstellen und mir einen, auch die Schuhe noch machen kann. Weil das frustriert mich immer so ein bisschen. So, der Turm sollte noch eingestürzt sein. Warum ist der Turm noch ganz? Ich habe irgendwie die ganze Zeit damit gerechnet, dass jetzt über mir irgendwo gleich ein Loch ist und ich mich hoch Nordpolen muss, aber irgendwie ist der Turm recht langlebig. Oh, und ein Haufen Gegner. Ich habe in Erinnerung von der Map her, dass hier irgendwo noch einer ist. Da ungefähr. Falsche Taste, so. Ja, da ist ein Skelett hinter mich. Ich habe keine Lust auf ein Skelett. Weakness Rust. Ah, das ist sehr interessant. Aber vielleicht lässt da was Cooles fallen. Eine Rüstung. Eine Frazerite-Rüstung. Oh, nett. Nehmen wir mit. Kann man immer gebrauchen. Ich habe jetzt meine Map ganz weggemacht. Und eine Seele. Wenn sie denn mal aufzusammeln ist. Was mal wieder nicht funktioniert und für total hässliche Lichtglitches sorgt. Und hinter mir sind schon wieder welche, ne? Ja, und da rechts ist auch noch ein Zombie. Ja, ich muss sagen, das Schwert mit dem Living Metal und den ganzen Effekten, das ist schon nice. Macht gut Damage. Ich meine, ich schaffe es, einen Creeper kaputt zu hauen, bevor der mir was kann. Und wir haben im Prinzip Energie für Destruction Katalysten. Ja. Okay, da drin sind auch Monster. Das heißt, das ist ein interessanter Turm. Stirb. Ja, super, natürlich mal wieder die Truhe in die Luft gejagt.
Außerdem blinken die Dinger hier so unheimlich aufwendig, was auch tierisch auf die FPS geht. Da oben sind welche. Das heißt, ich muss erst nach oben. Und den Spawner hier irgendwie weghauen. Was drin? Wo lässt du denn Seele? Da ist jetzt die Frage, geht es hier auch noch weiter runter oder ist das wirklich zu? Ah, scheint zu sein. Schade. Map. Haben wir hier noch sowas in der Nähe? Ah, wenn ich hier weiterlaufe, glaube ich, sieht das so aus, als würde da was kommen. Auf jeden Fall muss ich von dem Geblinke weg, sonst kriege ich voll die Krise. Hier irgendwas? Ja. So, wenn nicht das, ist das Blinken nicht so auffällig. Das nehmen wir mal alles mit. Auch wenn ich noch nicht weiß, was ich mit dem Ei machen soll, aber kann man ja noch gebrauchen. Die Dinger waren, glaube ich, fies. Irgendwas war damit. Kommt Lava raus, oder wie? Da drin ist eine Leiter, die Gravel auslösen kann. Da auch, glaube ich. Ja, die gegenseitig davon irgendwo gehalten werden. Ich gesagt, keine Ahnung, ich weiß, dass es diese Dinger geben und dass ich glaube, Sebi da schon Problemchen mit hatte aus irgendeinem Grund. Aber da unten wäre halt Goldohr. Ja, passiert da jetzt was? Nicht sehr befriedigend. Nee, das, da lasse ich lieber die Finger von. Sicher ist sicher. Ah, wo ist er? Da ist er, scheiße. So. Und es gibt übrigens das, was ich hier mit Seelensammeln für Living Metal mache, auch nochmal für Blut, sodass man darüber dann auch Sachen bekommen kann. So wie ich das verstanden habe. Ich habe es noch nicht ausprobiert, will ich dann aber danach auch mal. Also das ist dann halt einer der Sachen, die ich da prinzipiell mit reinbauen will. Na. So, meine FPS, die leiden hier heute echt richtig schlimm. Dabei will ich doch nur gucken, ob ich irgendwo noch so einen netten kleinen Turm finde. Oder irgendwas, wo man sich auf die Schnelle noch durchprügeln kann. Vielleicht sehe ich auch irgendwann mal so ein Hexikel-Ding in der Landschaft stehen. Achte auch mal drauf, weil meist ignoriere ich einfach, was um mich herum so an Pflanzen ist. Weil ich vom normalen Minecraft oder von Modpacks, die wir haben, gewohnt bin, dass sie einfach nur nervig sind, die Pflanzen, aber nicht irgendwas Interessantes. Dementsprechend können wir wahrscheinlich irgendwie ein Dutzend Leute gleich wieder sagen, ja, du hast wohl schon wieder drei davon übersehen. Und ich denke mir, ach, fuck. Ich weiß doch noch nicht mal, wie die Dinger in der Landschaft aussehen. Sebi wollte mir die zwar mal zeigen, hat das aber irgendwie, sind wieder an mir wieder vorbeigegangen. Naja, du bist nur eine Höhle. Und draußen fährt gerade irgendwie Feuerwehr oder sowas vorbei. Vielleicht auch ein Krankenwagen. Konnte ich nicht ganz sehen. Oh, da vorne ist ein Piratenschiff. Da könnte, was bist du denn, Biber? Wie süß. Du schielst zwar ein bisschen, aber du bist knuffig. Dich lasse ich am Leben. Ich mag dich. Wollen wir Freunde sein? So. Gucken wir uns zumindest die Schiffe mal an. Ich habe keine Ahnung, wie die funktionieren. Ich weiß aber, es gibt sie. Und auf und draußen kann man die auch nicht so leicht übersehen. Oh, es ist groß. Cool. Scheinbar eine Leiter, wo man hoch kann. Ich sollte mir vielleicht vorher noch irgendwie ein bisschen Baumaterial mitnehmen. Und alles, was ich nicht brauche, irgendwie dann in den Backpack stopfen. Beziehungsweise gewisse Dinge können wir auch einfach wegwerfen, weil sie kein Arsch haben will. So. Nehmen wir uns hier ein bisschen Dörte mit.
Bereichen. Daneben sind auch noch zwei Türme. Okay, witzig. Hat was? Könnte eine längere Folge werden. Achtung, Vorwarnung. In der Mitte der Folge sage ich Bescheid, es könnte länger werden. Fällt mir ja früher ein, wa? Da sehe ich schon irgendeinen Spawner. Die sind aus Wolle. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ein Schiff aus Wolle wirklich schwimmt. Aber da oben spawnen schon diese komischen Piratentypis. Die kenne ich noch aus alten Pack-Sachen. Hier gab es im alten Technik-Launcher, glaube ich, auch schon. Und ich hoffe, du Nusshaus mich nicht gleich wieder runter. Oh, die machen ja sogar Schaden. Und natürlich haut die mich wieder runter. Das wäre ja sonst auch zu langweilig gewesen. Sonst irgendeiner von ihnen kein Norscher. Das war ja so klar. Stirb, du Lump. Gib mir deine Seele. Danke. Immerhin etwas, das funktioniert. Ja, mit deinem Boot da reinzuspringen ist vielleicht auch nicht so intelligent. Noch eine Seele für mich. Oh, hier war doch der Spawner, oder? Hab mich das getäuscht? Auf jeden Fall sieht die witzig aus mit diesen Fähnchen da oben drauf. Das muss man dir lassen und du bist die Sau, die Nausea kann. Ich hasse dich. Stirb schneller. Und welche lustigen Fäden? Ja, das sind nur Fackeln gewesen, keine Spawner. Bist du der Captain? Nein. Aufs Maul kriegst du trotzdem. Oh, die lassen noch mehr lustige Dinge fallen. Und haben Nausea. Was ist denn da alles dabei? Ice Essence, Gold, Water Essence, Wind Essence. Sick Touch. Nein, du solltest schon das auf 2 lassen. Ja, versucht nur ihr nur hier zu mir hochzukommen. So, Jungs, danke für eure Seelen. Komm her. So, eins haben wir voll. Jetzt hat für den zweiten oben war noch eine Seele. Irgendwo, da. Und Eisen und lustige Dinge und ein Blip. Noch mehr lustige Dinge. Gibt es hier auch eine Kiste? Ja, da hinten ein Eisenberg haben sie sich auch mit drin, was ziemlich cool ist. Haufen Essen. Haufen Essen und Pfeile und Leder. Leder ist eigentlich gut. Leder nehmen wir mal mit. Das Steinschwert lassen wir übrigens doch da. Das Boot vielleicht auch. So, meine Piratenfreunde. Zeit für Orphanase. Geht doch. Dann gehen wir mal rüber zu den Türmen. Hopp. Mal sehen, was da vielleicht noch so ein Loot bei rumkommt. Ich will Hexenkessenzen. Ich habe schon wieder unheimlich viele Stufen, sehe ich gerade. Tja. Schön ist, wenn hier der Turm anfängt zu explodieren. Können wir einfach mal aus dem Fenster springen. Und das ist ein spezieller Zombie, den sollte ich vielleicht schnell tot haben. Haben wir aber auch schon, so gut. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich alle in Ruhe. Ich mag euch nicht. Ihr könnt euch neue Freunde suchen. Ich will nicht mit euch spielen. Gerade ihr habt jetzt keine Zeit, um nach unten zu kommen zum Spielen. Da ist noch eine. Und dann müssen wir uns nämlich mal das Backpack nehmen und hier irgendwie ein bisschen Dinge umsortieren, die nicht so wichtig sind. Zum Beispiel solche Seeds. Fick dich, du Arsch. Fick dich und deine Mutter. Was soll denn das jetzt? Ich will doch nur erstmal aufräumen hier. Ich bin doch nur für Ordnung. Müsst ihr denn gleich wieder alles kaputt machen? So, Eisen nehmen wir mal weiterhin mit. Die Chainmail lasse ich jetzt auch hier. Gunpowder kann noch eins weg, so. Ich hoffe, dort habe ich genug Platz, um mir alles, was ich so finde, mitzunehmen. Hallo, Fackel. Schön, dass du funktionierst. Und schön, dass ihr euch wieder alle gegenseitig umbringt. Das ist auch immer nett.
Tralalalalalalalala. Also eins muss ich sagen, meine Hexe, das macht richtig Spaß, einfach in solche Räume reinrennen und wie bekloppt auf alle Monster einschlagen können, weil man eine dicke Rüstung hat. Ist ein Heidenspaß. Oh, das ist nicht mehr so cool. Witzig, du doofes Deluxe-Spinnchen. Langsam wird's ärgerlich. Nehme ich die Nahrung aus. Ach, noch ein vor eins. Gar nicht. Da war's das nur noch du. Zum Glück haben wir diesmal recht stabile Decken, sodass mir nicht alle Nasen lang noch etwas von oben aufs Dach fällt. Das klingt aber auch schon wieder wie Blazes. Was mich jetzt nicht so freut. Oh, da sind noch mehr. Also, die Seelen sammeln haben wir gleich schon wieder voll. Das ist super. Was Interessantes. Nee. Warum war das nur klar, dass da noch so kleine nervige Dinger ankommen? Und dein Cloaking hilft dir gegen mich nicht, mein Freund. Lässt du mich wohl lange noch in Ruhe, dass ich hier eben einmal so ein Ding wegmachen kann? Danke. Okay, jetzt muss ich mich wohl doch eben erst um euch kümmern. Und die Zombies kommen allesamt von oben, was ziemlich nervig ist. Jetzt habe ich hier mal ein, genau. So, dich haben wir auch voll. Das ist schön. Was haben wir hier drin? Ein bisschen Eisen. Bottle of Enchanting. Eimer. Sind wertvolle Dinge, kann man mitnehmen. Auch wenn der Wert von einem Eimer jetzt eher relativ ist, aber man kann ihn immer noch mal gebrauchen. Frazerite Sword, das sieht nett aus. Metal Pickaxe ist sehr schön. Lass mich in Ruhe, du hast auch Prim. Und du auch. Auch du kannst dir ruhig neue Freunde suchen, dich will hier keiner. Zum Glück habe ich von den Dingern noch keinen mit Pimp-Out-Modus gefunden. Das wäre ziemlich eklig. Stell ich vor, so ein Ding, was dann jedes Mal vergiftet, unsichtbar ist, alle Nase lang irgendwie irgendwelche Effekte mit reinhaut. Ja, du hast jetzt Spawner mit weg, ich hab's gesehen. Dankeschön für die Hilfe. Und was interessant ist, übrigens ein bisschen Eisen. Angel und Eisenschwert können da wieder rein. Und einen kaputten Bogen brauche ich auch nicht. Sag mal, wie viele haben wir hier denn? Gut, dass ich entschieden habe, ich mache eine längere Folge, sonst würde ich hier ein bisschen unter Zeitdruck stehen, hier nicht mal alles kaputt zu hauen. Das ist ja. Jetzt habe ich danach wieder genug Erfahrung, um direkt das nächste zu verzaubern. Du bist besonders stark. Aber man sieht, wenn du unsichtbar bist, deinen Bogen. Hehehehehehe. Du bist ja immer noch, mein Freund. Wie sieht jetzt du aus? Bist du noch so einer? Nein, du bist etwas anderes. Drain Effect steht da oben mit drin. Ich glaube, er ist runtergefallen. Das ist vielleicht auch ganz gut so. Ich bräuchte mal einen Moment der Ruhe, um mir hier die Spawner vom Hals zu schaffen. Ist das schon wieder der? Ja, aber jetzt bist du tot. So, Schnauze. Allesamt. Das Problem ist, ich verliere hier kein Leben, aber bei der ganzen Kraftakt, die ich hier dort mache, verbrauche ich halt so viel Nahrung, dass mein Charakter gleich echt verhungert. Währenddessen. Enderperlen, das ist super. Ich glaube, Enchanting nehme ich vielleicht doch nicht mit. Living Metal Pickaxe, na super. Jetzt noch was Schönes spawnen können. So, ihr seid tot. Da kommt schon wieder so einer von euch. Weil ich ja auch nichts Besseres zu tun habe, als andauernd neue Freunde finden. Manche leben meine Freunde, aber nie lange habe ich das Gefühl. Bis nachts sind diese Türme nochmal ätzender, weil man auf einmal nicht mehr das Licht hat, das verhindert, dass sie andauernd etwas nachspawnt. Und man immer noch die Zombies hat, die ja manchmal von oben jedes Mal auf den Kopf fallen, bei jeder Gelegenheit. Habe ich auch schon mal gesagt, dass ich euch nicht mag? Ich glaube, das beruht auf Gegenseitigkeit. Jetzt hör auf, dich mit dem Zombie zu beschäftigen. Hau den Spawner weg, damit wir wenigstens den los sind. Geht doch. Ich will hier nicht wieder durch die Löcher gerückt werden, also hört auf damit.
Jetzt haben wir so eine hässliche kleine Powerspinne. Ich hätte es vielleicht nicht sagen sollen, dann wäre sie vielleicht auch nicht gekommen. Wobei ich jetzt auch nicht sehe, was genau sie macht. Dafür geht das zu schnell. Hat irgendwelche Gravity-Effekte. Ist down. Sehr gut. Wenn ich jetzt noch mehr Enderperlen hätte, um mir so ein Ding direkt zu nutzen, ne? Also wenn ich... Warum eigentlich nicht? Geh weg! So, dann können wir die Seelen direkt einsammeln und gehen jetzt mal weiter hoch. Das ist mir diese Geduld, die man hier mitbringen muss, weil die also swarmen hier, also wirklich. Lässt mich in der Ecke, dann kann ich nicht mehr runterfallen. Ja, ihr werdet langsam ein bisschen viel, aber ich habe hier meinen Platz, von dem aus ich in Ruhe um mich schlagen kann. Jetzt nur gegen Skelette nicht so viel. Kriege ich wohl einmal eben hier den Spawner weg? Ja. Außerdem ist die Fackel da doof. Denn so kann ich hier... Ist ja gut, ich verhaue euch ja alle schon wieder. Ist ja gut. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ist ja... Haben wir es jetzt langsam mal? Jetzt habe ich sogar schon meine Herzen auf, die ich haben will. Die spawnen eindeutig zu viele von euch nach. Lustige Essenzen nehmen wir mit. Müssen wir auch gleich wieder Platz schaffen. Jetzt kommt ihr wieder von oben. Ich meine, ich habe da ja auch nicht gerade die Monster hier weggeräumt. Ne, dann kommen natürlich gleich die nächsten hinterher. Ist euch mal aufgefallen, dass ihr insgesamt ziemlich viele und ziemlich nervig werdet? Also jetzt ernsthaft. Nein, ich kann mich nicht mit die Beschäftigung antworten, ich muss erst was essen. So, jetzt aber. Wie kommt die sogar von unten? Ah, der hat so einen scheiß Klaue-Waffe-Effekt, nicht wahr? Und hat sich dafür mein Schwert geholt und das ist richtig scheiße. Vor allen Dingen, wenn währenddessen auch noch welche von seinen Freunden hier unterwegs sind. Wo habe ich jetzt zwei Bumeränge? Hallo? Bist du tot? Hast du mein Schwert vielleicht auch wieder fallen lassen? Nein, bist du nicht. Na toll. Schwert, weg. Dick verzaubert, extra gemacht, ist verschwunden. Ist der vielleicht irgendwie hier ausgefallen oder so? Das wäre nämlich die begründete Möglichkeit, wo mein Schwert hin ist. Ansonsten habe ich jetzt halt einfach mein Living Metal Schwert nicht mehr. Der Dreck, scheiße. Sowas hasse ich ja. Das ist das einzige Entscheidende, wo ich sagen muss, es ist richtig ätzend, weil es einem halt einfach keine Chance gibt, was dagegen zu tun. Man kann nicht besser kämpfen, weil sobald man ihn einmal trifft oder er ihn einmal trifft, schwupp, Schwert weg. Ja, super. Dinge, die ich nicht brauche. Aber mit dem hier mache ich natürlich auch nicht so viel Schaden. Das einzig Gute ist, ich habe wieder einen Haufen Level, mit denen ich mir ein neues holen kann. Auf dieser Ebene war ich wohl noch nicht ausgiebig. Und da ist ein Loch im Boden, das ist nicht so schön. Na gut, zum Glück haben wir die Seelen schon voll, das ist nicht so schlimm. Aber ich muss mich ja trotzdem noch hinstellen und mir dann irgendwie wieder ein neues machen. Und bingen euch alle nicht so effektiv. Ärgert mich das. Stehe Feuergranaten. Noch so eine ätzende Chocopedia.
Was man sich vielleicht noch reintun kann. Ja, also wenigstens so ein bisschen. Special Portion of Regulation sollte ich vielleicht behalten und gleich einfach mal einsetzen. Annehmt, annehmt ist immer schön. Wie hoch muss ich hier denn noch? Verdammte Axt. Ja, ich hatte das befürchtet. Ja, explodier schon. Nein, nicht. Ich kriege ihn leider nicht mehr mit einem Schlag tot. Jetzt hör auf, mich in Brand zu setzen, du kleines Pissvieh. Und hör auf mit deinem schrägen Effekten hier überall. Ich sehe auch trotz Wither noch, wie viel Lebenspunkte ich habe. Vergiss das, Jungs, hier so leicht setzt ihr mich nicht in Panik. Und schon wieder eine Schokopedia. So, von denen haben wir jetzt echt bis zum Umfallen. Super, ich kann mir das noch nicht rausholen, solange er noch lebt, oder was? Aber er ist ein ganz normaler Battletower-Golem, von daher... Oh! Plopp, ich bin dann mal runter. Ganz ehrlich, ich habe keine Lust, mich da nochmal hochzukämpfen. Mich kotzt das ein bisschen an, dass mein Schwert weg ist. Mich kotzt das ein bisschen sehr an, dass mein Schwert weg ist, aber ich habe einen Haufen interessanter Dinge gefunden. Ich stelle mich jetzt einfach hin und mache für heute Schluss. Ich habe nämlich auch Hunger. Und kann mir dann jetzt gleich was zu essen machen. Kann ich noch ein bisschen Müll hier abladen. Also bis zum nächsten Mal gucken, was ich so ein Ding gefunden habe und dann sehen wir mal weiter. Bis dann, Leute. Macht's gut.